Ja, hallo, ich habe gerade die Strafarbeit, wie sie auf dem Schiff damals klischeehafterweise üblich war. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt. So Matrose, wenn ich nicht gefolgt hat, nicht gehört hat, musste ja dann Kartoffeln schälen gehen. Im Comics wird es ja dann immer hergestellt mit so einem riesen Berg und der sitzt dann da mittendrin und naja gut. Wir machen heute mal diese Kartoffelecken, die wir das letzte Mal bei den Cordon Bleu angesprochen haben. Haben wir ja gesagt, Beilage kann man auch Kartoffelwedges, Kartoffelecken dazu machen. Die machen wir jetzt halt einfach mal direkt. Das ist zwar jetzt hat der Cordon Bleu schon lang verdaut, aber die kann man auch so als ganzes Gericht essen. Vor allem, wenn man die auch so nebenbei schnapulieren kann. Zumindest solange sie noch warm sind. Kalt habe ich sie noch nicht probiert. Was brauchen wir als erstes? Wir brauchen mehlig, nicht mehlig, also festkochende Kartoffeln. Ich bin gerade verplant, Hilfe. Festkochende Kartoffeln, die tun wir roh schälen. Von der Menge her sage ich jetzt ganz ehrlich, keine Ahnung. Ich habe einfach mal hier so einen Berg voll gemacht und werde dann sehen, was dabei rauskommt. Oder? Was hältst du davon? Jo. Ja, jetzt schauen wir uns das einfach an. Hochspannend, wie ich die Kartoffeln schäle. Hoffentlich schält er sich den Finger ab. Nee, ich habe ja schon ganz schön was gemacht. Also eine halbe hast du da auch gemacht, dass ich es nicht alleine war. Müssen wir ja fairerweise sagen, ich habe es nicht alleine gemacht. Das will ja auch keiner wissen, dass ich eine halbe geschält habe. Doch, das wollte jetzt jeder wissen. Ich finde das hier leider doof. Bist du müde? Nee. Naja, das ist ja auch nicht so tragisch. Ja, was haben wir noch, was wir brauchen? Wir brauchen als nächstes, brauchen wir Öl für die Marinade. Ich werde vielleicht die letzten zwei weglassen. Erstens aus Nein. Zeitgründen und zweitens aus Die werden Mengengründen. geschält. Du möchtest mich quälen sehen, dann musst du uns jetzt etwas erzählen. Du hast ja vorhin ganz kurz Nein, diesen ich erzähle jetzt Wikipedia nichts. über die Kartoffel nachgeschlagen. Weil wir nämlich, ich sage nämlich, ich habe letztens irgendwo etwas gelesen, also letztens ist es schon ein paar Wochen her, dass die Schale von Kartoffeln nicht gesund ist, weil sich da irgendein krebserregender Stoff anreichert, der für Du hast Fressfeinde gesagt quasi aufschützt. Ammoniak. Da bin ich mir nicht sicher, ob das Ammoniak ist. Ich weiß es ja eben nicht, was es genau ist. Wir haben es jetzt auf die Schnelle auch nicht ergoogeln können. Das Einzige, was eine Kartoffel bildet, ist Solanin. Aber das ist nicht einfach, weil es in der Schale ist. Irgendein Stoff soll in der Schale vermehrt vorkommen. Deswegen ist es nicht empfehlenswert, nur mit Schale zu Also essen. ich mag die immer mit Schale. Tja. Die letzte kannst du mit Schale lassen. Nö. Ja, du hast gesagt, alle werden geschält. Doch, wir Nein! haben den Videobeweis. Du hast gesagt, Nein! alles wird geschält. Nein! Zieh ich ihm qualvoll die Haut ab. Die schreit schon. Ja, man kann es noch nicht hören, weil wir haben den Ton auf der Kamera Heute ausgedreht. kochst du vegetarisch. Oh Gott. Könnte man Schinkenwürfel rein? Oh, nein, okay. Schade. Nein, genau. Ist vegetarisch. Nicht so wie deine Wie die Idee vegetarischen. letztes Mal. Ja, 50 Cordon Bleu einfach mit Zucchini statt Schinken und ihr habt vegetarische Cordon Bleu. Ja. Wer den Witz daran nicht verstanden hat, naja, ist halt so. Wegschmeißen darfst selber. Wegschmeißen darf ich selber. Ich lege das einfach derweil darüber. Ja, schön auf die Spüle hier. Genau. Dann. Schon wieder eine. Hey, braucht man denn das? Ja. So. Dann schneidet man die Kartoffeln, Ecken, Scheiben. Ich mache jetzt hier einfach Scheibchen heute. Oh, mal was anderes. Zack. So mit Scheibchen. meinem Messer. Mit deinem Messer, ja. Der traut sich. Ja, schon ein bisschen. Finger ab! Das finde ich jetzt gar nicht lustig. Die sollten nämlich dranbleiben. So. Moment, ich habe da jetzt eine Idee. So. Nimm doch dein Gescheites. Geht schneller. Ja, harte Kartoffeln sind gar nicht so ohne. Die wehrt sich also schon ganz schön. Das dauert jetzt verdammt, bis das alles geschnitten ist. Ja, das macht ja nichts. Sonst ist das Rezept ja gar nicht so komplex. Und ansonsten schneide ich einfach zwischendrin ein paar Minuten raus. Ja, und wenn du dann gerade was Wichtiges gesagt hast. Das mache ich zwischen zwei Themensprüngen und dann. Oh, das klebt alles richtig fest. Da könnte man jetzt einen Kartoffelstempel machen. Könnte man auch machen. Wie macht man das eigentlich? Erklär das mal den Leuten. Ich habe das selber Was? auch noch nie gemacht. Hast du das nicht gemacht in der Grundschule?
Weißt du, wie lange die Grundschule für mich schon her ist? Ja, und nicht länger als bei mir. Doch, ein bisschen schon. Nee. Du bist ja ein junges Ding und ich bin ein alter Sack. Ich bin kein junges Ding. Teenie Spätauslese. Gut, dass du jetzt ein Messer in der Hand hast. Ja, das ist auch wirklich der einzige Grund, warum ich es mich... Hallo? Hallo? Okay, die Kartoffel ärgert mich. Ich weiß auch nicht mehr genau, wie man die Kartoffelstempel macht. Irgendwie nimmt man da die ganzen Kartoffeln, tut die halbieren und dann in die halben irgendwie so ein Muster reinritzen und das dann in Farbe tunken, aber keine Ahnung. Die Kartoffeln, die sind sehr saugfähig. Die saugen das Messer auf. Ja, genau. Und der Herr Chefkoch hat noch Anfangsschwierigkeiten. Ja, ein bisschen. Und Angst um die Finger. Was halt so quer und nicht so hochkantig. Geht. Nee. Das dauert jetzt. Ja, ihr habt ja alle Geduld. Also hoffentlich habt ihr ein Messer, das besser geht. Ich glaube, vielleicht tut sich da ein Käsemesser gar nicht schlecht. Das hat doch da diese Löcher drin. Ja, so hätte ich es vorhin auch gemacht bei dem anderen. Das müssen auch keine dünnen Scheibchen sein. Sollen sie auch nicht, weil das sind ja keine Kartoffelchips, was wir da machen. Oh, echt? Könnte man auch mal machen. Können wir auch mal machen, aber das Problem ist, die finde ich gehen in der Fritteuse weit besser. Weiß ich nicht, kennst du aus der Pfanne? In der Pfanne habe ich sie noch nicht. Machst du uns das nächste Mal Kartoffelchips? Weiß ich noch nicht. Aber wenn wir jetzt Kartoffeln hatten, dann will ich nicht schon... Irgendwann mal die Woche, ne? Vielleicht machen wir jetzt ein bisschen mehr auf Kartoffel. Ich mache jetzt auch keine Scheibchen mehr nur, sondern auch ein bisschen klotzmäßig. Ja, vielleicht bist du ja ein Klotz. So viel Minecraft gespielt. Ein roher Klotz. Ja, Minecraft. Oh, müssen wir auch mal wieder ein bisschen was angehen. Da steht jetzt auch für euch bald ein Jubiläum an. Aber das ist ja wieder ein ganz anderes Thema. Da bleiben wir jetzt gar nicht dabei stehen. Schön machst du. Ja. Also wie die von der Form hier sind, man sieht jetzt hier die Unterschiede. Also ich esse das dann nachher. Genau, das darfst du nachher essen. Du darfst es dir gerne markieren. Nimm einen Filzstift. Das sieht man doch. Und ja, Form egal. Hauptsache, sollte nur in etwa gleich dick sein. Au. Das wäre jetzt fast... nicht geschnitten? Nee, ich bin abgelutscht. Wieso hat dein Auge gesagt? Reflex. Der ist komisch, der sagt immer auch, wenn er sich nicht wehtut. Tu mal die Ungeschnittenen dabei runter von der Serviette, dann siehst du besser, wenn die noch nicht geschnitten sind. Dankeschön. So, ich muss mich jetzt ein bisschen konzentrieren. Deswegen redet er jetzt nichts. Genau. Ich habe da halt auch nichts davon, dass ich mein Video 1000-mal schneide. Nicht jetzt aus Faulheit, wie man meinen könnte. Aber ich glaube einfach, dass man auch sehen sollte, wie lang so etwas dauert. Weil ich möchte eigentlich hauptsächlich auch Gerichte zeigen, die dann nicht so ewig dauern. Ich glaube, wenn wir jetzt mal Geschnetzeltes ziehen lassen, das ist was anderes, als wenn ich jetzt hier 2,5 Stunden Kartoffeln schneiden muss. Obwohl, das wäre auch mal was. Das wäre dann die Jubiläumsfolge. Ja, genau. Jeder Abonnent ein Kartoffel. Was ich auch mal lustig finden würde, wäre eine Art Community-Party, wo man dann auch relativ viel Videomaterial erzeugen kann. Hä? Ja, so Grillparty irgendwo am See. Muss mal schauen, wo irgendwo ein See ist mit Campingplätzen, also mit Feuerplätzen. Und dann muss man halt auch Leute aus der Nähe finden. Was vielleicht ein bisschen schwierig ist, aber tendenziell glaube ich, dass die Idee wird mir Spaß machen, glaube ich. Weil dann doch man auch mal die Leute kennenlernt. Hm. Knapp, knapp. Das war der Finger fast. Fast, fast. Aber ich habe ja noch 9 andere dann, wenn es wäre. Wir haben halt kein gescheites Verbandsmaterial. Ich habe einen Erste-Hilfe-Kasten. Psst. Aus dem Auto. Zack. 3 sind es noch. Alle guten Dinge sind 3. Und tock, 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 tock. Ja, wenn du das jetzt so schnell könntest, gell? Ich könnte es schon, aber dann gehe ich davon aus, dass wir die Aufnahme abbrechen und wir ins Krankenhaus gehen fahren. Gehen. 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 Geh mal ins Krankenhaus. Kannst auch einen Notarzt rufen. Oh ja, und dann sage ich gleich, bringst du Hunger mit? Ich war gerade am Kochen. So,
Jetzt haben wir es endlich geschafft. 10 Minuten später. 10 Minuten? Nein, aber seitdem wir angefangen haben, sind 10 Minuten vergangen. Insgesamt. Okay. Dann eine Plastikschüssel. Dann kippen wir da rein Sonnenblumenöl. Von Tommy. Oder auch von Tipp oder von Car Classic. Alles Mögliche, was ist. Nicht zu wenig. Das ist nichts zum Anbraten, das wird eine Marinade. Zeig das mal genau ein bisschen auch so von der Menge. Ich kann es jetzt von der Menge nicht sagen. Kann auch sein, dass ich nachher noch mal eine machen muss dann. So, Kräutersalz. Das ist dein Lieblingssalz. Ja. Und hier muss man bedenken, das ist jetzt keine Soße, das ist eine reine Gewürzmischung, machen wir uns eigentlich selber. Dann Grill- und Steakwürzer. Den hatten wir letztens erst. Ja, der ist sehr gut. Also auf einem Cordon Bleu, genau. Kann man, das kannst ich, du da mal ein bisschen reinhalten, gehabt, dass man sieht von der Menge her. Also das darf man wirklich kräftig würzen. Wie beim Grillfleisch. Ja, genau. Das kommt dann im Sommer dann. Paprika mache ich jetzt normal nicht zu aber viel. Aber es ist der normale, nicht der scharfe. Das ist der normale, ja. Dass die Leute jetzt schockiert sind. Nein, nein. Das ist der ganz normale. So, dann kommt Salz hinzu. Pfeffer. Moment. Du hast doch schon Kräutersalz. Das hat aber einen sehr geringen Salz und einen hohen Kräuteranteil. Ich nehme hier einfach nochmal eine Prise. Und dann. Ta-ta-ta. Pfeffer. Pfeffer. Dann nehme ich jetzt aber schon den fertigen, weil wir da einfach mehr brauchen. Ich musste nicht mühlen. Nee, da geht nicht die Menge her, die ich brauche. So in etwa. Moment, einmal noch ein paar Kräuter. Welche? Der Provos. Das probiere ich jetzt einfach mal aus. Die haben wir für die Pizzasuppe auch genommen, glaube ich. Ja. Pizzasuppe. Und jetzt eine Gabel. Genau, und jetzt einmal durchrühren. Wenn man sich das jetzt anschaut. Und wenn man nicht so spitzt. Genau. Es ist von der Menge wahrscheinlich zu wenig. Aber das macht gar nichts. Ich nehme jetzt einfach eine Handvoll Kartoffeln. Und tue sie in die Plastikschüssel. Genau, in die Schüssel rein. Ich mache auch ein paar. Moment, das reicht dann schon, okay. Und dann einfach durchrühren. Dass die Kartoffeln überall mit unserer Panade bedeckt sind. Mit deiner Gewürzmischung. Mit der Gewürzmischung, genau. Das ist ja keine Panade. So, und jetzt mit der Gabel quasi aufs vorbereitete Backblech. Da habe ich ein Backpapier drauf. Damit sonst wird es so schön zum Abwaschen. Genau. Das geht locker mit der Gabel. Aber reicht uns da das eine Blech? Wir werden wahrscheinlich mehrere Schuhen machen müssen. Die kann man ja auch gut übereinander legen. Das ist ja nicht schlimm. Ach so. Ja, das sieht jetzt anfangs nur so sortiert aus. Hier guck, bam, badum. Ah, das würde ich schon noch waagrecht hinlegen, das eine. Da passen relativ viele. Ja, das war jetzt eigentlich wirklich das hochkomplexe Rezept. Und ich mache jetzt das Ganze mal, weil das zieht sich dann sonst ewig lang. Sollen wir einen Cut machen? Ja, wir machen jetzt hier einen kleinen Cut und melden uns dann zurück, wenn wir das Ganze dann im Ofen verfrachten. Dann kommt nämlich der Dip. Genau, da machen wir dann den Dip, wenn wir das Zeug im Ofen haben. Dann stay tuned und bis jetzt gleich. Bis gleich. So, da sind wir zurück. Das Backblech ist jetzt randvoll mit lecker Kartoffeln. Wir haben auch diese Würzmischung, die wir gemacht haben, einfach mal probiert. So ein bisschen mit dem Finger und so. Lässt sich auch so jetzt schon essen, ist aber vielleicht nicht das Nahrhafteste. Ein Backofen Ober-Unterhitze, gute 170, 175 Grad in etwa. Und dann ab dafür in den Ofen, ungefähr mittendrin. Wie lange? Wie lange? Das ist nämlich so eine gute Frage. Ich kann es euch nicht sagen. Es kommt auf die Kartoffel an, wie groß die geschnitten ist, wie gut der Backofen ist. Ich würde mal sagen, also 15 Minuten brauchen sie am Anfang definitiv. Und dann einfach mit der Gabel reinstechen. Wenn das so streng ist wie am Anfang beim Schneiden, kann man ja mal einen Test machen mit der Kartoffel reinstechen. Wenn das genauso streng ist, dann ist es schlecht. Dann ist es noch nicht durch. Wenn man richtig weich reinkommt, also so richtig so, dann ist es relativ, also dann ist es gut. Man sollte sich vielleicht eine möglichst dicke Kartoffel aussuchen, nicht, dass man hier an der dünnsten sagt, okay, da scheint das Licht normal so schon durch, da kann ich jetzt schön durchstechen, jetzt müsste alles fertig sein. Sucht sich am besten eine dicke, wühlt es vielleicht mal rum, eine von unten drin
Ob da die, passt ein Löffel. Ich hab's probiert. Ob die vielleicht nicht schon so weit ist. So, dann zum Dip hier ganz schnell. Ich nehme, da gibt es ja relativ viele Rezepte. Ich nehme es aber immer ganz einfach. Also das, da ist noch was drin. Ja, ich muss nur den Löffel auch leer kriegen. Das Rezept hier ist hochkomplex. Also für alle, die jetzt sagen, sie sind sich das Ganze nicht ganz sicher, schreibt's mit. Also, wir nehmen 2 Becher Sahne. Saure Sahne. Saure Sahne, hier, stichfest. 10% Fett, 17 Kilokalorien je 15 Gramm. Oder das so. Ist eigentlich wichtig. Auf alle Fälle, ich suche gerade nach der Menge. 150 Gramm. Wo? Wo? Ach da, 150 Gramm. Also 300 Gramm saure Sahne, circa. Und dann, Leute, mit dem Löffel, tada, tada. In den Sahnebecher. Und da raus damit. So, und jetzt, wir haben einen Dip gemacht. Man kann ihn auch würzen. Man kann ihn würzen mit Salz, Pfeffer und so weiter, aber wir sind eigentlich diese Natürlichkeit recht gewohnt mit so mit saurer Sahne. Die schmeckt eigentlich echt gut. Und aus dem Grund gönne ich mir jetzt den Löffel. Und ihr guckt es einfach zwischendrin dann immer wieder mal in euren Ofen, wie es ausschaut. Ja, ich sag mal 15, 20 Minuten dürfen sie am Anfang locker. Ich schreibe es aber dann unten in die Videobeschreibung dann definitiv mit rein. Machen wir so. Was ich jetzt noch ganz wichtig ist, ihr schaut ja hoffentlich das Video vom Kochen ganz an. Ansonsten habt ihr jetzt schon gemerkt, dass die Kartoffelmenge zu meiner Marinadenmenge nicht ganz gepasst hat. Ich habe ein bisschen nachmachen müssen, also ungefähr das 1,5-fache brauchen wir in etwa, würde ich so sagen. Nur das nochmal fürs Protokoll. Okay. Dann, liebe Leute, wünsche ich euch einen guten Appetit. Ich freue mich jetzt auf den Löffel voll saure Sahne und wir sehen uns dann quasi ja, demnächst wieder, wenn ihr hoffentlich einschaltet, wenn der Poller hier in seiner Küche rumbrutzelt. Also, ciao, bis dann.